Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus der wunderschönen Schweiz, hier auf der Dürrenrot-Map von Swissy und den Farming Dudes, die es jetzt, zumindest wenn der Server funktioniert, zum Download gibt. Ja? Den Link werdet ihr auf dem Discord der Farming Dudes finden. Ich gehe davon aus, ich finde dahin. Ansonsten, wenn ich dran denke, ohne Gewehr, packe ich euch unten den Link in die Beschreibung. Schaut also gerne bei den Jungs vorbei. Ladet sie runter. Ich hatte es ja schon in dem Video geahnt und es war jetzt der Release-Stream und naja, was soll ich sagen? Es ist halt auch dementsprechend eskaliert und der Server ins Nirvana geschickt, sodass es Probleme gab beim Runterladen. Da fühle ich mit euch, Jungs. Ja. Seid herzlich gedrückt, weil dasselbe Problem hatte ich damals im 19er mit der Epse, wo ich die live dann im Stream zum Download freigegeben habe. Da war das ganze Palaber außenrum, Stress hier, da, wann kommt endlich die Karte, gib jetzt endlich den Link her, war alles Nebensache, weil sich dann irgendwann das Server auch verabschiedet hat. Dann waren die Leute noch ungeduldiger. Aber egal, sei es trotz, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Release und vergesst nicht die Arbeit von Swissy und den ganzen Jungs auch zu respektieren und zu zollen. Ja, mehr oder minder haben wir unseren Bucher geborgen aus dem schwierigen Gelände. Die Stadt war auch schon da und hat sich das Ganze nochmal angeguckt. Ja, ist soweit in Ordnung, passt. Es ist kein Öl ausgelaufen, nichts. Der Bucher wurde jetzt erstmal zum Händler gebracht und ja, wir werden irgendwann die Tage mal Rücksprache mit ihm halten, wie es denn weitergeht, ja, was Sache ist, wie es läuft und so weiter. Ja, ach, das Flackern ist bei mir leider Gottes wieder zurück. Ich hatte es mal bis vor dem Patch noch im Griff bekommen, jetzt habe ich es wieder. Ach, ärgerlich. Naja, wir gehen so langsam in den Herbst rein, man merkt, das Wetter wird schmuddelig. Und dann wird es Zeit für sich in die Berge zurückziehen. Ja, warum mache ich so eine Einleitung? Ganz einfach. Wir haben ja gesagt, aus unserer Milch könnten wir oder möchte ich eigentlich ein Ding machen. Eine Käserei. Ja? Irgendwie so einen schönen Bergkäse, ja, ein Appenzeller oder keine Ahnung, wie das Zeug heißt. Wurde ja, glaube ich, kommt, glaube ich, aus der Schweiz, ne? Appenzeller, oder? Warum sage ich immer Rotter? Keine Ahnung, habe ich so beigebracht bekommen, dass alle Schweizer, alle, sprechen so. Ja, dementsprechend bauen wir heute ein bisschen. Wir bereiten uns vor. Ihr habt ja gesehen, Milch ist aktuell noch nichts da. Wir müssen auf jeden Fall noch Richtung Heu gehen und gegebenenfalls mal gucken, was wir da noch sonst noch tun können mit Silageballen, damit wir TMR herkriegen, damit da richtig ordentlich was zusammengeht. Und da bereiten wir uns heute mal ganz gemütlich vor an diesem Brückentag. Ja, ich hoffe, bei euch ist auch Brückentag oder vielleicht sogar Feiertag. Wahrscheinlich der eine oder andere wird von euch bauen müssen. Schaffen müssen. So, Bergkäse, ja, ganz klar, gehört nuff auf der Berg. Ich habe auch hier ein schönes Plätzchen. Und da gehen ganz liebe Grüße an den Flo raus. Der hat mir was organisiert. Und zwar die Käserei aus der Hof Bergmann, damit ich die hier verwenden kann. Gebe ich, na klar, nicht weiter. Na, ist ganz klar, ist nur für den Privatgebrauch. Und die habe ich jetzt vor, hier zu platzieren. Ich hoffe, das klappt soweit alles mit dem Terraforming. Gucken wir uns das Ganze gleich mal an. Ja, hier oben ist einfach das Klima und die Höhenluft. Ja, der Käse braucht zum Reifen. Und es ist halt das Schnuckligste hier oben. Machen wir hier so einen kleinen Weg noch hin. Und dann können wir hier rein. So sieht das Ganze aus. Ah, nicht ganz ideal, aber
was soll's. Das war's schon so. Gut. Das sieht soweit schon mal gut aus. Dann machen wir hier so ein bisschen Dirt noch hin. So. Das soll ja so einen Vorplatz hingeben. Kann auch ein bisschen Mischimaschi. So. Mehr möchte ich gar nicht machen. Es soll ein ganz, ganz einfaches Plätzle sein. So, ihr seht, da zieht das Gelände ein bisschen an. Das ist, weil ich hinten so ein bisschen noch hoch platziert habe. Macht nichts. Wir können hier Bodenanpassung machen. Ich ziehe das mal so ein bisschen auf das Niveau. Und lasse es dann zur Straße vorne hin abflachen. Und dann ist das wieder für mich wie immer in Ordnung. So. Und dann gehen wir hier einfach auf Kletten. Und lassen das so ein bisschen anziehen nach oben. Wenn ich jetzt gerade hier beim Bauen bin, mich erreicht immer wieder eine Frage, wie sieht es denn aus mit der Erlengrad? Wie sieht es denn aus mit der Schwäbischen Alb und, und. Da möchte ich euch einfach sagen, erstens, fertig, wenn fertig, kommt, wenn kommt, das Übliche. Und es ist einfach so, ich baue immer an dem Projekt, wenn ich gerade Bock habe. Ich mache da nichts, wenn ich gerade keine Lust dazu habe, weil das spürt man dann, egal ob in einem Video, beim Mappen, wenn das nicht passt, wenn die Stimmung nicht ideal ist oder das einfach nicht zusammengeht, ja, Gott auf keine Kur holt, dann wird die erstmal auf Seite gelegt und ein anderes Mal weitergemacht. Auf Krampf funktioniert es nicht und bisher, ich glaube, da könnt ihr euch drauf verlassen, bisher habe ich euch immer informiert, wenn es irgendwas zum Abgreifen für euch gibt. Ja, also macht ihr euch einfach mal keinen Kopf. Das werdet ihr auch diesmal wieder mitkriegen. So, haben wir das? Was warm haben wir? Das sieht soweit, glaube ich, ganz gut aus. Nichts irgendwo massiv abgehakt, außer hier hinten, aber das brauchen wir ja nicht. Ist nicht so tragisch hier hinten. So was Zeug wird da. So, haben wir das? Und dann können wir jetzt eigentlich mal noch unser Heu zusammenschwaden. Und zwar nehmen wir da heute den Lindner. Nicht den Patrick Lindner. Sondern den hier. Schönes Gerät. Lindner Trag 90 habt ihr mir auch ganz viel empfohlen. Und ich bin da sehr gerne drauf eingegangen. Ist jetzt nicht der lauteste Traktor, ne? Aber ist für mich auch mal in Ordnung, dass ich nicht immer das Gebrüll auf den Ohren habe. So, jetzt muss ich nur schauen, wo. Ich glaube, da drin haben wir alles verstaut, ne? Wir haben ein Glasschwader, wir haben ein Glasmähgerät, wir haben eine Glasrundballenpresse. Allerdings glaube ich keine für Silageballen, da müssen wir nochmal schauen. Wir fangen aber erstmal an, ja, mit Heu. So, gut, los geht's. Es kann jetzt immer ein bisschen länger dauern, bis ich meine Knöpfe gefunden habe. Ich habe mir meine Seitenkonsole ein bisschen umgebaut. Und zwar habe ich die Logitech-Seitenkonsole, die komplette Ummantelung weggemacht. Ja, das Plastik auf der Rückseite. Und habe mir das jetzt komplett in eine Holzplatte eingelassen, damit es so richtig schön elegant, clean so ein bisschen aussieht. Joystick dazu. Und der Clou ist, ich habe das Ganze
über Kopf eingebaut. Bedeutet, ihr habt ja normalerweise den Joystick vorne dran. Dankeschön. Na? Und den brauche ich nicht. Deswegen habe ich jetzt die ganze Seitenkonsole umgedreht. Und somit habe ich ein wunderschön flaches Panel, das wunderschön eben auf der Platte aufliegt. Und wunderbar. Einfach, ja, sieht gut aus. Fällt mir. Ist jetzt, na klar, kontraproduktiv, merke ich gerade, ne? Das Ganze wieder zu schwaden, wenn es gerade zeugt. Was rake. Aber ihr kennt mich. Ich zocke einfach, weil ich Spaß habe. Aus Spaß an der Freit. Und mehr auch nicht. Jetzt muss ich gerade gucken, wie komme ich da nochmal hin. Ja. Da runter und dann rechts. Ich habe jetzt übrigens auf der Galgenburg die kompletten Straßen nochmal neu gebaut. Ja, mit einem schönen Tool. Jetzt habe ich wunderbare Übergänge von der Ebene auf eine Schräge hoch. Nicht mehr durch das Baukastensystem. Gefällt mir sehr gut. Also bin ich da auch wieder einen Riesenschritt vorangeschritten. Ja, du kannst auch Blinker, Karlin, da geht hinaus. Sind die Linden dann wirklich so leise? So, gehen wir wieder unseren Lieblingsweg hoch. Ja, in der Region waren wir noch nicht, glaube ich, seit dem Update. Ah ja, und ich habe die neueste Version jetzt draufgeschmissen vom Swizzy. Sozusagen die Release-Version. Müsste ich auch mal noch rumgucken, was ich so getan habe. Ist einfach die geilste Ecke hier, ne? Kann man einfach nicht helfen. Ah, hat er zum Kämpfen hier hoch. Mensch, ich glaube, da müssen wir irgendwie... Ja, mir mag wie Geld. Was soll's? Gedanke kann ich direkt wieder verwerfen. Lass mal uns da irgendwie was Neues holen. So. Schmeißen wir die Möhre an. Wir haben ja nicht irgendwie Seasons oder so drauf, wo das Ganze jetzt irgendwo Probleme machen könnte. Wir spielen ja, sag ich mal, relativ Vanilla. Ich muss ja echt sagen, also... Das Gefühl hatte ich ja schon lange nicht mehr, ne? Wenn man irgendwo, keine Ahnung, während der Arbeit am Tisch sitzt und sich so überlegt, was mache ich heute Abend, wenn ich auf die Map komme? Wisst ihr, wie ich meine? So dieses Gefühl, jo, ich habe richtig Bock, so ein bisschen vorausplanen, was könnte ich als nächstes machen, hier, da, tralala. So richtige Vorfreude. Und da musste ich dem Swizzy schon danken, er hat sozusagen mein LS aktuell gerettet. Ich war ja so ein bisschen im Map-Burnout, ja. Täglich reingucken, was könnte man spielen. Ah, nee, Karte ist nichts, gefällt mir nicht, zu groß und so weiter. Und da kam die Karte genau richtig von Swizzy. Absolut richtig. Mensch, aber dass er jetzt hier den Box so Probleme hoch hat, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Und wenn ihr Bock habt,
sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier aus der Schweiz. Bleibt gerne dran, lasst ein Abo da, wie immer, es kostet nichts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann, habt einen schönen Feiertag und ciao.